Ahoi, ich grüße euch. Ich will euch heute mal zeigen, in welcher Wirkungsstätte ich die nächste Zeit arbeiten werde. Das ist die alte Schule, von der ich schon ein paar Mal erzählt habe. Dort werden meine Songs zu Produktion werden. Und ich will euch einfach mal dieses Arbeitsfeld zeigen, damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie ich so demnächst da kreativ sein will. Die alte Schule. Und zwar ist es tatsächlich eine alte Schule, die ist irgendwie von 1870, 80, 90, keine Ahnung. Und es war damals ja üblich, dass im Dorf alle Kinder in eine Schule gegangen sind und in einem großen Klassenraum von im Grunde nur einem Lehrer unterrichtet wurden, soweit ich weiß. Und dieser Lehrer wohnte dann halt direkt neben der Schule im angrenzenden Gebäude. Hier in diesem Dorf hat wohl die Gemeinde in den 50er Jahren das Gebäude benutzt und später irgendwie dann verkauft. Also hier gibt es irgendwie noch eine Werkstatt und ein Kollege von mir wohnt hier und das ist alles sehr, sehr nett und urig und es gibt einen Garten und ich habe halt das große Glück, das hier mit benutzen zu dürfen. Und ja, ich zeige euch jetzt mal den Raum. Das ist der große Klassenraum, über 3 Meter hohe Wände und Quadratmeter weiß ich jetzt nicht im Kopf, keine Ahnung. Wie groß ist denn das? 40 Quadratmeter oder so. Also man kommt auf jeden Fall zurecht. Hier seht ihr mein elektronisches Schlagzeug. Das ist von Drumtech. Und das werde ich nutzen, um Ideen erstmal ganz schnell festzuhalten. Denn der Vorteil ist natürlich, Kabel rein, hochziehen am Mischpult und man hat erstmal was. Und das richtig fein machen mit akustischem Schlagzeug, das kann ich natürlich später noch machen. Und akustisches Schlagzeug finden wir dann hier. In meinem Regal ist das alles untergebracht. Wir haben hier 1000 Mikrostative, Notenständer, Lautsprecherstative, Kamerastative. Hier haben wir Schlagzeughardware, Hocker. Das hier ist die Bassdrum aus meinem ersten Sonor D-Lite. Mit diesem Schlagzeug habe ich ganz viele Torfrock-Gigs absolviert. Dann habe ich noch ein paar Schätzchen von AJ. Ein kanadischer Hersteller, den gibt es glaube ich nicht mehr. Der hat wirklich Rolls-Royce-mäßige Drums gebaut. Ich habe auch noch einen Sonor D-Lite in Violet Sparkle. Das werde ich sicherlich auch benutzen. Das ist hier in den Taschen versteckt. Dann haben wir hier natürlich Myriaden von Kabeln, die sich im Laufe der Zeit angehäuft haben, die man halt immer wieder braucht, ne? Spezialkabel, Adapter, Netzkabel und so weiter und so fort. Das ist so eine Ware, die fluktuiert halt, ne? Im Laufe der Zeit kriegt man immer mehr dazu und auf irgendeiner Baustelle hat man plötzlich 3 Kabel mehr in der Tasche, weiß gar nicht, wo die herkommen, dafür fehlen einem 3 Kabel. Ich bin froh, dass das ganze Zeug da ist und dass ich es aufbewahrt habe, denn das wird jetzt einfach zur Anwendung kommen, ne? So, dann haben wir noch ein paar weitere Instrumente, zum Beispiel diesen wunderschönen Bass. Der hat, ich weiß nicht, wie alt er ist, der hat irgendwie Darmsaiten, hat einen ganz schön warmen Klang und der ist ja auch schon einige Male zum Einsatz gekommen. Hier haben wir noch eine kleine Auswahl von Gitarren und Bässen, unter anderem hier meine Applaus, das ist ja so ein Ovation-Derivat. Ich nenne sie liebevoll meine Flamingo-Gitarre, auf der komponiere ich auch viel. Hier haben wir dann das, was mal die Videoecke wird. Hier liegt schon das ganze Geraffel bereit, hier Videomischer. Hier kommt der Computer hin, der sozusagen die Schaltzentrale wird, wenn wir hier mal aufwendigere Sachen aufnehmen wollen. Vielleicht sogar mal einen Livestream machen wollen, auf dem ihr dann dabei sein könnt. Das feilt sich gerade alles so zurecht. Hier ist mein Mischpult. Ein altes Roland-Gerät. Das läuft hier dann in die Regie. Hier ist noch die zweite Schaltzentrale. Von da aus geht es dann in den Computer. Hier haben wir einen schönen digitalen Sinti. Da freue ich mich auch schon auf die Soundschrauberei. Und das hier ist natürlich die Produktionscouch. Baby, darauf bringe ich dich ganz groß raus. Nicht wahr? Kreativecke in der Kreativecke. Das ist hier der Küchentisch. Beziehungsweise die Sitzecke, die Couch, hier machen wir die Pausen, hier spinnen wir noch weitere Ideen aus und natürlich labern wir an diesem Tisch ganz, ganz viel Unsinn. Hier habe ich schon mal die Phalanx der GoPros, mit denen wir hier filmen werden, aufgebaut. Das wird hier gerade alles irgendwie schön verknüpft und vorbereitet. Man kann hier überall sitzen, man kann es sich gut gehen lassen und insofern ist das schon mal ein sehr angenehmes Ambiente. Alles ist da, was ich brauche, alle Equipment ist alles da. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf den kreativen Prozess. So,
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick verschaffen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr ja, fragt bloß nicht mich oder fragt in den Kommentaren. Und ja, ich denke mal, das nächste, spätestens übernächste Mal, sind wir schon dabei, einen meiner Songs mal auseinander zu pflücken und die ersten Gehversuche zu starten. Und dann werde ich auch noch mal ein bisschen was über die Produktion erzählen, beziehungsweise wie ich mir die Produktion vorstelle, wie die laufen soll. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann.